mein Name ist Hermann Seiler. Ich bin Professor für Kiefer- und Gesichtschirurgie und habe mich sehr viel mit Schlafkrankheiten befasst. Das Schlafverhalten in der Schweiz ist nicht anders als bei anderen Leuten. Natürlich haben wir immer mehr Störungen durch die digitale Welt. Die Patienten, die sitzen vor den PCs, die haben Handys in der Hand, die machen das kurz bevor sie ins Bett gehen noch. Und dann wundert es niemand, dass die Leute nicht schlafen können. In ärztliche Behandlung sollte sich jeder begeben, der extrem schnarcht und der auch noch Aussetzer im Schlaf hat. Das ist ganz wichtig, weil es sonst zu einem Sauerstoffmangel kommt, der schlimme Folgen haben kann. Wir haben ein Schlaflabor angegliedert unserer Klinik, damit wir möglichst zügig unsere Patienten mit obstruktiver Schlafapnoe oder Upper Airway Resistance Syndrom und anderen Erkrankungen diagnostizieren können. Ins Schlaflabor kommen Patienten allgemein mit Schlafstörungen, die einfach nicht schlafen können oder die todmüde sind am Tag. Das sind die meisten. Und wir wollen dem Ganzen auf den Grund gehen und machen das zusammen mit den Pneumologen im Schlaflabor. Nach dem Schlaflabor kann der Patient nach Hause gehen. Er bleibt nur eine einzige Nacht hier und danach kommt die künstliche Intelligenz dazu, die berechnet dann sehr viel und dann muss der Schlafspezialist schlussendlich eine Diagnose machen aufgrund des Schlafpolysomnogramms. Worauf ich noch speziell hinweisen möchte, ist, dass man nicht zu lange warten soll, wenn man nicht einschlafen kann und am Tag todmüde ist. Also schneller zum Arzt gehen.